Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, oh, königliche Todesfallgesellschaft, ein Riesenschiff. Wir sind auf hoher See immer noch unterwegs. Jetzt im Augenblick nördlich von Pococohara habe ich ja zwei Inseln entdeckt, die ich mir erstmal angucken will. Oh, da ist ein Sturm und die Hurangi geht mitten in den Sturm rein, das arme Huana-Schiff. Naja. Oh, die Discilla ist ziemlich nah an Nekataka, um die müssen wir uns auch noch irgendwann kümmern. Ja, aber erst einmal die beiden Inseln erkunden, dann noch den südlichen Teil hier. Moral ist noch einigermaßen vertretbar. Da haben wir einen unterirdischen Tempel noch, den wir uns angucken wollen. Aber erstmal den Wapau-Dschungel angucken. Der stinkende, feuchtwarme Dschungel hüllt dich von allen Seiten ein. Die dichte Vegetation fängt die Hitze ein. Schweiß hängt an deiner Nase und tropft von deinem Kinn. Außer deiner Gruppe scheint sich nichts auf der Welt zu bewegen. Deine Begleiter haben schon vor Stunden aufgehört, sich zu beklagen. Edea. Ihr macht an einem breiten, stillen Fluss Halt, um eure Wasservorräte aufzufüllen. Plötzlich hörst du Bewegungen in der Wildnis vor dir. Ein Trio von Gestandenen tritt vor den Bäumen hervor und ins Wasser. Ihre zerrissenen, dreckigen Ruben bauschen sich im Wasser auf. Etwa in der Mitte des Flusses bleiben sie stehen. Die Gestalt in der Mitte, ein sanftmütig wirkender Angehöriger des Savannenvolks, lächelt dich an. Hagrim, Wächter von Ketnur. Er streckt dir die Handfläche entgegen. Wir wollen euch nichts Böses. Tatsächlich haben wir auf euch gewartet, weil wir... Er sieht zu deinen Weggefährten hinüber. Er neigt seinen Kopf leicht. Wir möchten dir ein Angebot, oder? Bald, wenn du kurz mit uns zur Seite trittst, um es anzuhören. Ja, erstmal, wer seid ihr und woher kennt ihr meinen Namen? Wir sind Freunde eines Freundes, sagt der Mann. Eines potenziellen Freundes vielleicht. Ein Freund mit Potenzial sicherlich, okay. Dass du hier auftauchen würdest, sagte der Gestandene zur Linken, ein glatzköpfiger Elf. Das wurde vorhergesehen. Er sieht mit leeren Augenhöhlen, aus denen die Augen ausgebrannt wurden, zu dir auf. Dich nähern, ich höre. Der Mann senkt seine Stimme. Es gibt einen Ort versteckt in dieser Wildnis. Ein alter Ort, über den der stille Sklave wacht. Gott des Trotzes. Achso, das ist Gain, okay. Gott des Trotzes, der gewaltsamen Rebellion, des geheimen Hasses, der Verschwörung, der Missgunst und des Neides, ja. Wer gewählt ist, ein Opfer darzubringen? Ein wahrhaftiges Opfer, sagt die Frau an seiner Seite und nickt ihrem Begleiter zu. Solch Hingabe wird von ihm belohnt werden. Bringt mich dorthin, das würde ich niemals tun. Nein, danke, ich glaube, ich bleibe, wo ich bin. Das würde ich niemals tun. Die Frau lächelt hämisch. So sei es, dann wirst du uns nicht wiedersehen, Wächter. Der Mann in der Mitte neigt seinen Kopf leicht und die drei entfernen sich. Sie verschwinden im Dschungel. Nein, mit Gehen lasse ich mich nicht ein. Und ich hätte eh gedacht, dass die drei mich opfern wollen. Wobei, wir haben ja Zeit. Das Let's Play hat eh und gebannte Längen. Also laden wir doch mal. Ich will nämlich wissen, was mich an dem Skate-Altar erwartet, ob die mich da opfern wollen oder nicht. Und ja, eigentlich versuche ich so gut wie möglich zu rollenspielern, aber andererseits ist meine Neugier in diesem Spiel sehr groß, weil es so viel zu entdecken gibt. Und es so viel gibt, was man falsch oder richtig oder anders machen kann, dass ich mir das nicht entgehen lassen will. So, wer seid ihr? Ja, ich höre. Bringt mich dorthin. Der Mann schüttelt den Kopf. Das können wir nicht. Du musst den Pfad gehen, allein mit deinem gewählten Geschenk. Wähle also weise. Was, ein Begleiter wählen, der dich begleiten soll? Ich wähle euch drei, das will ich nicht tun. Die Gestandenen auf der rechten Seite, bla bla bla. Die Gestandenen auf der rechten Seite, ein Angehöriger des Ozeanvolks, sagt den Kopf zu sein. Bist du sicher?
Es wird keine zweite Gelegenheit geben, sagt der Mann, und dein Überleben könnte davon abhängen. Na gut, komm mal mit, Edir. Du blickst über deine Schulter und bittest Edir, dich zu begleiten. Die anderen bittest du auf ihre Rückkehr zu warten. Der Mann neigt seinen Kopf und deutet auf den tiefen Dschungel. Überquere dieses Gewässer folgende Spuren, die du findest. Du wirst den Ort erkennen, wenn du ihn siehst. Er lächelt. Lebe wohl, Hagrim. Wenn du zurückkehrst, werden wir nicht mehr hier sein. Richtungsangaben folgen. Trotz der vagen Angaben des Triers brichst du auf, überquerst das Wasser und folgst der ersten Tierspur, die du in der zunehmenden sumpfigen Wildnis erkennen kannst. Nach Stunden des Waldes stolperst du endlich über eine Lichtung. Du bist verschützt und müde, aber du siehst auf und erkennst, was dein Ziel sein muss. Ja, beide wurden verletzt, mehr oder weniger. Sie sind erschöpft jetzt. Das ist kein Huana-Schrein, sondern ein tief in der Wildnis versteckter Tempel. Schwere Steine wurden gegeneinander und gegen den nackten Felsen des Berges gestimmt. Das Gebiet durchsuchen. Im Zentrum des Tempels findest du einen einfachen Steinaltar mit uralten Kerben überzogen und mit langem vertrocknetem Blut befleckt. Der Opfer den Altar zerstören. Du trittst gegen den Altar und schnappst dir da einen robusten Ast, mit dem du deine Steine Stück für Stück aushebelst. Edda schließt sich dir an, womöglich mit dem erleichterten Gefühl, doch einmal davongekommen zu sein, und zusammen macht ihr kurzen Prozess mit dem uralten Ort der Opferung. Als du die Lichtung verlässt, glaubst du Gelächter im Dschungel hinter dir zu hören. Auch nicht so toll. Ich glaube, wir ignorieren das dann lieber und lassen die drei Leute labern. Na ganz ehrlich, warum sollte ich eins meiner Gruppenmitglieder Scan opfern? Scan ist nach Voidika so ziemlich der Schlimmste. Ja, was kommt dann, wenn ich sage, ihr könnt auch eins von meinen Freunden sagen. Der Kalef auf zur Linken schüttelt seinen Kopf. Das nicht, sagt der Heiser. Dich nähern. Ein wahrhaftiges Opfer. Solche Hingabe wird von ihm belohnt werden. Nein, danke. Ich glaube, wo ich bin. Die Gestande, bist du sicher? Auf jeden Fall. Die Frau lächelt, so sei es. Du wirst uns nicht wiedersehen, Wächter. Der Mann neigt den Kopf, sie verschwinden im Dschungel. So, das ist immer noch die beste Wahl. Das heißt, wir steigen wieder auf unser Schiff. Und gucken uns mal den unterirdischen Tempel an. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Bild. Nachdem du viele Stunden lang durch eine karge Wüste gestafft bist, kommst du in der Mitte einer Lichtung an eine engvitanische Ruine. Als du näher herankommst, erkennst du, dass auf der Tür im Eingang zur Rune die zerbrochene Krone von Voidika prägt. Als du dich näherst, schlägt die Tür auf. Sofort spürst du eine aufdringliche Anwesenheit, die sich in deine Gedanken dringen will. Sie testet deine geistige Verteidigungskräfte und sucht nach einer Lücke darin, die sie ausnutzen kann. Und dann genauso schnell wie die Präsenz kam, ist sie auch wieder verschwunden. Voidika, bleib aus meinem Kopf weg. Vielleicht finden wir hier ja Alofs Freunde. Wobei es dann jetzt blöd ist, dass wir Alof nicht dabei haben. Ich höre auf jeden Fall schon mal Schritte. Okay, eine Falle. Indeed. Dank des konzentrierten Geistes und Granat. Mhm. Groß scheint der Tempel ja zum Glück nicht zu sein. Scheint nur die zwei Räume zu sein. Nice. Predator in the water.
Ja, und da sind Anhänger des bleiernen Schlüssels, würde ich sagen. So, dann hauen wir mal ordentlich was raus. Okay, der ist hinüber. Au. Das sieht böse aus. Oh, du bist ein Formwandler, also ein Druide. Entweder das oder du warst schon vorher ein Viech. Ja. Dann hoffen wir mal, dass die Dornis aufhören. Tagebuch. Gulfariks Tagebuch. Das neue Jahr ist da. Zur Besinnung für Altes zu enden und Neues zu beginnen. Hier bin ich ein alter Mann von 60 Jahren, aus dem Dienst in der Stahlgrotte ausgeschieden. Ich habe keine Verwandtschaft, die erwähnenswert wäre. Nichts bindet mich an dieses Leben, außer jenem, was mich mit meinen Ordensbrüdern verbindet. Wie es sich für den Jahreswechsel gehört, gerate ich ins Grübeln. Werde ich meinen Lebensabend bei raschwinden Kräften verbringen, nur darauf warten, dass die bleiche Ritterin mich mit ihrer kalten Hand berührt? Nein, seit Jahrzehnten erzählen sich Veteranen der Garotte von einem legendären Streitkolben, der von Voidika höchstpersönlich gesegnet worden sein soll. Was will ich nicht dafür geben, nur eine Sache mit eigenen Augen zu sehen, die von der verstoßenen Königin berührt wird? Ich werde zu meiner letzten Mission aufbrechen. Ich werde meine Brüder versammeln, den Streitkolben finden und damit auch einen Stolz, der mich bis ans Ende meiner Tage tragen wird. So wird es sein. 1. Imprima 2827. Lange sind wir nun bereits unterwegs, meine Brüder und ich. Ich beginne zu zweifeln, ob dies hier mehr als bloß der törichte Versuch eines alten Mannes, den Ruhm aus den Geschichten seiner Jugend nachzujagen. Wir haben Edir auf einem Boot mit Kurs auf Todesfeuer verlassen. Unser guter Mut ist längst verflogen und immer noch sind wir auf diesem verfluchten Boot. Waren die alten Legenden bloß am Märchen, Geschichten, die alte Soldaten sich erzählen konnten, begleitet von »Weißt du noch?« und damals in den guten alten Zeiten? Ich wache des Nachts auf und denke, den vertrauten Lärm gehört zu haben, den Würmark mal wieder betrunken in die Kaserne gestolpert ist. Doch ist es nur das Stöhnen des Schiffs oder eine Tür an Deck, die im Wind zuschlägt. Ich vermisse das Versteck der Garotte, ein flackerndes Feuer, starkes Bier und Geschichten unter Freunden. Werde ich all diese schönen Dinge nochmal erleben können? Das Blatt hat sich zu unseren Gunsten gewendet. Ulfric hat einem ängstlichen Fischerjungen in einem Hafen einen Hinweis entlocken können. Es gebe einen uralten Schrein auf einer nahen Insel, sagte der Junge, dem sich niemand aus dieser Stadt auch nur auf 100 Meter nähern würde. Als wir vor der Küste vor Anker gingen und das Land und Land an Land ruderten, erwarteten wir nicht mehr, seine bedeutungslose Ruine zu finden. Durchaus erwartete uns ein Schrein, welcher der Königin, die einst war, und ihrem legendären Streitkolben gewidmet war. Der Streitkolben ist ein prachtvolles Stück, ein wahres Meisterwerk der Handwerkskunst. Er wird sich über dem Kamin im Versteck der Garotte prächtig machen, aber wenn ich mir nur die Geschichten vorstelle, die man sich über uns erzählen wird. Wir haben beschlossen, hier zu übernachten und ein Festmahl mit dem verbliebenen Schiffszwieback und Dörfleisch zu veranstalten. Morgen werden wir beginnen wir unsere Heimreise. Zweifellos wird Voidika selbst uns den Weg weisen. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich zuletzt so gut geschlafen habe. Nicht am Schiff, nicht in der Kaserne, nicht einmal als Junge in meinem eigenen Bett. Vielleicht ist die Nähe des Schreins, die mich beruhigt. Tatsächlich fühle ich mich in den letzten Stunden nichts als den Frieden, den ein Mann nur in der Gemeinschaft mit seinem Gott finden kann. Meine Brüder und ich haben beschlossen, eine weitere Nacht hier zu bleiben. Wir sind allesamt alt und müde und finden Geborgenheit in der Gegenwart der verstoßenen Königin. Das ist ein sicherer Ort. Hier kann uns nichts passieren. Okay. Ja, Schiffszwieback, Babyperlen, die sind Geld wert. Ja, 8 KP. Bronzeuhr. Ja, die Aotaische Uhr ist eine große Bronzemünze, die zweithäufigste Währung im Königreich.
Dies ist die ursprüngliche Form des Bronzehorns, die häufig in zwei Teile gebrochen wird, um eine Münze halben Wertes zu erhalten. Ja, wir haben ja schon mal die halben Münzen in der letzten Aufnahmesession gesehen. Und das sind jetzt die ganzen. Und Obsidian-Splitter, der ist auch Geld wert. Ja, und alles andere ist halt außergewöhnliches Zeug, das wir verkaufen können.